Eine Pflicht gibt es nicht. Es ist empfohlen, aber keine Pflicht. Ich brauche ja die Beweislage, ne? Dass ja, du, richtig. Das ist dass halt... du mich nur mit Cut überholen kannst. Okay, war heute noch nicht. Muss ich mal angucken nächste Woche, ne? Ja, ist ja eh nur ein Testrennen. Das ist ja... Solange alle sauber fahren. Genau, ich schnall mir die GoPro auf meinen Helm, den ich aufsetze. Der stellt mir gerade so bildlich vor. Da gibt's ja solche, die haben sich so ein Cockpit reingebaut und fahren nur mit Helm. Ja, das ist so, ich hab auch einen Kollegen davon. Das ist so... Ich war auch am überlegen. Ich hab die ersten beiden Rennen oder so offline mit Helm gefahren. Trottel. War cool. Über den Fernseher ist schön, weißt du. Total sinnfrei. Ich weiß. Aber es hat Spaß gemacht. Und wenn du so Crash machst, machst du mit der Kopf so voll nach vorne und haust du auf deinen Schreibtisch, dass es auch wehtut. Ja, also ich finde dieses ganze, mit diesem Feedback und so schon richtig toll hier, auch mit Oculus Rift und so weiter. Vor allem hier Virtu Omni, wo du halt in dem Käfig läufst für Battlefield und so ein Scheiß. Ja, das ist richtig cool. Jetzt brauchst du nur noch diese Force Feedback Weste, das heißt, wenn du dann halt einen Schuss angeschossen bist, dass genau. Dann... Oh nein, das ist richtig schmerzend, ne? Ich finde auch diese Force-Feedback Käfige für den Rennsitz, also diesen Unterbau finde ich auch ganz geil, dass das Auto da ein bisschen wippt beim Gas ja. Und beim Bremsen und so. Es ist aber ganz cool, man muss sich aber auch mal überlegen, ob man nicht da schon ein bisschen zu weit geht, finde ich. Nein, ja. Das ist schon Must-Have eigentlich, aber... Also mit sowas dann irgendwie mit dem Controller fahren ist halt schon irgendwie... Also wenn du diesen Käfig für Battlefield hast, dann brauchst du definitiv kein Fitnessstudio mehr. Auf alle Fälle. Ich glaube, ich würde so kotzen. Also auf YouTube siehst du, dass sie halt Elite-Soldaten aus der US Army reingesetzt haben, irgendwie der... 3 Stunden gespielt und der hat auch richtig Kilometer gar gemacht, ne? Boah, der war am Schnaufen, ne? Ich habe vor eineinhalb Jahren habe ich mal ich habe da noch jemanden mitgebracht. Hallo. Perfekt. Hallo, Tobias. Oder was war das vorhin? Maldonato? Okay, das ist eine coole Metapher, verstehst du? Maldonato, verstehst du? Naja, egal. Hier Crashinator, wo er da halt hier das mit Button Spoiler gemacht hat. Da hat aber auch hier der Toro Rosso Fahrer, ich weiß nicht, ob das Science war oder so, also wäre der, ich sag mal, jetzt eine Zehntel oder so weiter dahinten gewesen, der hätte den Spoiler voll in die Fresse bekommen. Der hat ja so schon die Teile in der Schnauze bekommen. Der hat wieder schön drauf. Aufgenommen. Aber da hast du wirklich gesehen, das war die Nase so und ich sag mal eine Zehntel schneller, wäre eine Zehntel von was war das, Indica? Ja, der gestorben ist, ne? Ja. Der hat ja auch die Nase oder was war das? Oder das Rad? Ich weiß es nicht mehr, irgendwas hat er auch direkt auf den Kopf gekriegt. Ja, das die Nase, nicht den Reifen. Das ist in der GP2 passiert. Genau, das war GP2. Da hast du aber wirklich gesehen, wie der Reifen weggefetzt ist und der konnte auch, da konntest du auch nichts machen. Du hast gesehen, dass er einfach von der Seite wieder weggesprungen ist und bupp,
Ja, Bux, das kaputt. Ist halt nun mal so, ne? Ist halt immer Risiko beim Rennsport. Ach, genau deswegen ich am PC, hier kann es nur brennen. Das ist richtig. Auf einmal springt ein Geifer mal so Computer raus. So aus dem Bildschirm. Und wenn man hier irgendwelche Leute auf der Strecke rumlaufen oder so, zeigen sie mir höchstens die Titten, also so schlimm ist das hier auch nicht. Ich glaube, wenn du das Problem ist, wenn du die Leute auf der Strecke sehen würdest, du würdest die Absicht umfahren. Ja. Ich würde draufhalten. Ja, like, ne, Abo? 15 muss. Ja, klar. Wie kann man denn so bescheuert sein? Das ist, als wenn ich über die Autobahn spazieren würde. Da ist jemand, bin letztens herumgefahren, also bin wo mitgefahren, ist jemand wirklich zu Fuß über die Autobahn gegangen. Dafür kannst du was fragen? Ja, klar. Ja. Nein, wollte irgendjemand, hast du gerade. Windows 10 da drin? Ja, ja. Drin. Weiß jemand da, wenn man die Updates deaktiviert, also dass der... Keine Ahnung. Nee, weiß ich gerade auch nicht. In der, Systemsteuerung musst du gucken nach automatische Updates aktivieren oder überhaupt einstellen oder verwalten. Dort gehst du drauf und also besser gesagt, ich glaube, das ist in der ersten Instanz bei Sicherheitseinstellungen. Dort findest du die Updates, dort kannst du die dann ausschalten. Windows 10 aktiviert sich immer, egal ob du Updates hast an oder ob die nie an hast. Aber du kannst es halt ihm sagen, dass er das nie machen soll und dann schaltest du es aus. Das Schöne ist, alle, die jetzt Windows 7 drauf haben, die haben Windows 10 auch auf dem PC drauf, theoretisch. Ja. Ja, Windows 10 ist aber Schrott, meiner Meinung nach. Ja. Und hast einen Link, Tom. Ich sag mal nicht Schrott, aber es ist noch Gewöhnung bedürftig. Ah, ne, an die Plus das ist ja halt auch extrem systemlückenhaft, also nicht so toll. Ich hab zum Beispiel keine 10, weil ich hab nämlich nur die Basic-Version. Ne, Quatsch, was ist denn das hier? Die Home-Version. Ich krieg kein Update dafür. Doch klar. Doch klar. Ja, nice. Hier meine allgemeine Frage, hier, wer ist denn von euch jetzt, von den 10 Fahrern mit Pad unterwegs? Würde ich einfach mal so Interesse halber wissen. Yeah. Was sagt mein Name? Agility. Rux. Dr. Quäler. Rapo. Okay, und die anderen alle mit Lenkrad? Joystick. Also, hier übrigens, wenn ich so die 10 Fahrer mir angucke, jetzt um das Forum-Thema mal kurz aufzugreifen, dass wir ein bisschen Stimmung hier ein bisschen senken. Ich finde die Lobby ziemlich cool, also die sieht gut aus. Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, wenn wir das mit einer Liga jetzt machen, was das jetzt auch ganz entspannt sich rauskristallisiert hat. Ich denke mal, Rabe, das siehst du ähnlich, oder Basti? Es ist einfach cool. Ne? Also die Jungs passen schon, wie sie hier sehen. Ich würde das entspannt sehen. Ja. Wir müssen nur noch größere SISO kriegen. Noch viel, viel größere SISO. Größere was? SISO. Das finnische Wort für Eier. Das ist das so. Ja, also, gegen Jugo, das war schon letztes Rennen Porno, ey. So. Boah, Snooki letztes Wochenende. Da hab ich so Angst gehabt. Zieht der in Bahrain in der Linkskurve auf die DRS-Zone, zieht der plötzlich rechts neben mich. Mit... Der zwei nach. Und los geht's. Das sind Überstunden. Hey Tobias, du bist auch da. Ein Wahnsinn. Gar nicht bemerkt. Aber. Du hast es gesagt, jetzt passiert es als recht. Sonne. Wie war das? Ich muss nur mit dem ersten Reifensatz draußen bleiben, 90%, dann bricht Steam ab und ich habe den ersten Platz, oder wie war das? Genau. Gute Tag. Ach nö. Was denn? Ist ja jetzt gerade nichts damit zu mir vom Einzelnen da. Ach so. Dachte jetzt auch nö Sonne, ey. Das ging aber sehr fix, also überraschend, dass wir sofort einstellen können. Krass.
So, zum dritten Mal die Strecke einstellen. Verdammt. Alles klar. Ab jetzt. Gut. Reihe, du liegst auf P4.
Position in der zweiten Reihe. Kurz weg.
Zehntel von der Pole. Sergio Perez führt das Feld am Ende des Qualifyings als schnellster Fahrer an. Dann startet er morgen von der Pole. Dankeschön. So. Auch Silber, ganz knappe Schnunzer. Jetzt Pause bis 17.28 Uhr. Jo, genau. 5 Minuten Pause. Dann bis gleich. Jo. Boah, ich hätte absolut die Beste im zweiten Sektor. Jetzt sind wir den ja durchgegangen.
Ja, P3 ist auch nicht schlecht. Wir sind hier in Ungarn, nur 18 Kilometer von Budapest entfernt, wo es gleich mit dem heutigen Formel 1 Rennen losgeht. Willkommen beim großen Preis von Ungarn. Bin gleich wieder da. Ich verkacke den Start sowieso wieder, sag's euch. Oder von hinter mir so der Ferrari. Oder? Ja, ich glaube, das täuscht. So. 70 Runden. Ja, Gott. Jo, eines der letzten Rennen im Kalender. Mal abgesehen von Singapur. Singapur und Regen wäre bestimmt cool. Da! Wird die gut. Da bist du fast 20 Runden vorbei. Singapur geht ja mal eben 2 Stunden. Jo, hatten heute ja auch gesehen. Ne? 2 Stunden, 1 Minute, das wird sich gedauert. Ja, man hört dich, ob man redet. War aber heute mal wieder spannend, ausnahmsweise. Ja, dann ist so. Der Ziel ist vorne, alles gut. Ich hab mich so für Ricardo gefreut. Ja. Dem hätte ich ja auch vergönnt, dass er gewinnt. Das war ja Verstappen vom Rennen mal schön. Fotos machen am Startschirm bleibt. Dann doch nicht in die Punkte kommen. Und Maldonado mal wieder. Der Typ ist einfach. Aber Massa auch einfach. Geht mir nicht in den Kopf rein. Ein Rennen ohne Maldonado Crash ist kein echtes Rennen. Gerade Massa, der ist so erfahren und macht so einen Scheiß. Und dann die Stewards, die Hülkenberg eine Strafe geben. Ja, das ist ja. Der muss was gegen Deutsche, glaube ich. Aber die, die Kommentatoren waren ja auch geil. Und später mit dem Crash zwischen Maldonado und Button. Da haben sie dann auch gemeint, so, ja, müsste ja eigentlich Button jetzt die Strafe kriegen. Er hätte es eigentlich wissen müssen. Hat er, ja, auch hat er ja selbst gesagt, wie kann man so blöd sein? Ich wusste, gegen wen ich fahre. trocken. Richtig, richtig trocken. Einfach so. Okay. Der wird zwei mit der Button, nämlich jetzt alles gut. Darf ich auch nebenbei sagen, trinken nicht vergessen. Ja, genau. Vergesst nicht das Trinken. Die 5 Minuten sind rum. Wollen wir starten? Ja. Ja. Dann fahren wir mal ab. Dann gehen wir mal durch. Wir sind alle da. Okay, keine Widerworte. Okay, Silvio da, Raffo da. Ja. Gelisi da. Okay, Red Ingame. Basti da. Rufs da. Nein, das ist nicht da. Okay, ja. Föllern da. Ja. Juve da? Ja. Tobias da? Ja. Komm da? Nicht anwesend. Okay, gut. Veras? Jo. Okay, welcher sagen? Dann starten.
Und los geht's, Jungs. Viel Spaß, viel Glück. Bravo, und passt auf die erste Kurve auf. Hätte ich jetzt in-game geredet, hätte ich das Rennen gestartet. TeamSpeak. Ach so. Hab ich. Viel Spaß heute da draußen und viel Glück. Kein Crash? Doch. Oh, Scheiße. Sorry. Okay, alles wieder in den Bereich, zurück auf die Gesamte Rennen. Denkt daran, dass wir
kriegen aber nichts kaputt oder so, oder? Bei mir ist alles heil. Tja, man ist auch erschrocken gewesen. Ich kann kurz stören, da komm, bitte nicht so reinpusten, bitte. Danke. Was? Nicht so viel Mikro pusten, danke. Sorry.
bisschen laut, Herr. Hat dein Sieger ab, jetzt waren wir überrundet worden.
bist pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Wer hat denn der ersten Kurve die Schilde aufgerannt? Ich mit dem schlitternden Auto. Okay. Wo ich mein drittes Mal meinen Spoiler verloren habe. Thank you.
5 Zehntel pro Runde.
Franz sind eine Sekunde schneller als deine. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller.
Benzin sparen. Okay, wir denken, dass sich die Abnutzung der Reifen allmählich bemerkbar machen wird. Für den Moment ist noch alles in Ordnung, aber du wirst sehen, dass die Haftung nachlässt.
kurzes Update zum Benzinstand. Im Moment fahren wir mit 60 Kilogramm. 60 Kilogramm im Tank. Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Sehr gut gemacht. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen. Sorry Silvia, aber da kann ich nicht schneller weg. Kein Problem, alles gut. Danke, wer was? Hätte ich dich mal gut nicht vorbeigelassen.